günstigstes versus teures Apartment in Tokio, Japan. Wird bestimmt einige Leute interessieren. Mich interessiert es auch. Ich mag Tokio. Wir gucken rein, wie teuer es ist, in Tokio zu leben. Günstigstes versus teures Apartment. Let's go, guys. Tokio ist eine pulsierende Metropole und mit 37 Millionen. Geil, ey, Chat, soll ich nochmal nach Tokio? Soll ich nochmal nach Tokio? Einwohnern die größte Stadt der Welt. Hier treffen Tradition und Kultur auf. Im Sommer, wenn es schön warm ist. Modernste Technologie. Dann auch auf die illegalen Tuning-Treffen, Chat. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Illegale Tuning-Treffen und Nissan GT-R oder sowas, einen alten in Tokio fahren. Das habe ich nicht geschafft. Das müsste ich eigentlich noch machen, Chat. Naja. Also ich würde Tokio wie das fühlen, ja. Ich muss mal gucken, Chat. Vielleicht fliege ich dieses Jahr nochmal nach Tokio. Und die Möglichkeiten erscheinen grenzt. Und dann wieder Streams. Wer hat Bock auf Tokio-Streams, IRL-Streams? Mein Gott, jetzt so rückblickend betrachtet, habe ich diese Streams mies gefühlt, Digga. Die waren echt geil. Ehrlich, mit euch die Stadt erkunden in Tokio war geil, Chat. Habe ich sehr gefühlt. Ja, ja. Grenzenlos. Aber eine Frage bleibt. Wie wohnt man hier eigentlich? Um genau das herauszufinden, reise ich um die ganze Welt, um in allen verschiedenen Städten zu gucken, wie man günstig versus teuer wohnt und wie schwer es ist, an eine Wohnung zu kommen. Und nachdem wir das letzte Mal in Bangkok waren, klären wir genau diese Fragen heute in Tokio, Japan. Und ganz kurz, bevor wir hier jetzt reinstarten, in genau 7 Tagen droppt endlich die neue Kollektion von Tarmac. Neue Shirts, neue Sweater, neue Zip-Hoodies, neue Hosen und Rafa als Model. Behaltet das also im Hinterkopf. Rafa, Model? Kopf in genau 7 Tagen. Nicht nur bei mir. 30.04. 12 Uhr. Links zu Instagram und dem Webshop sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß mit dem Video. Das erste Apartment, das wir uns anschauen, liegt in absoluter Top-Lage. Nur 8 Gehminuten von Shibuya Crossing entfernt und kostet rund 700 Euro Miete. 700 Euro Miete? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie groß ist die Wohnung? Und was, beziehungsweise ob wir irgendwas für dieses Geld geboten bekommen, sehen wir jetzt. Wir starten mit der ersten Wohnung. Ich muss euch jemanden vorstellen. Erik von eHousing. Cheers, guys. Unser Partner für Tokio, für Real Estate. In Japan ist völlig normal, dass die Schuhe ausgezogen werden. Egal, wo man hingeht, egal, was man macht. Ja, und da hatte ich auch einige unangenehme Momente, Chat. Ich war einmal shoppen in Tokio und bin in so einen Klamottenladen reingegangen. Und dann wollte ich in die Umkleide gehen und habe halt nicht die Schuhe ausgezogen und bin mit den Schuhen in die Umkleide rein. Und dann hat er sich ultra drüber abgefuckt, dass ich meine Schuhe nicht ausziehe. Also ich habe den ja nicht verstanden. Der kommt kein Englisch, der hat sich dann irgendwie aufgeregt und dann meinte ich, was ist denn los? Und dann hat er auf meine Schuhe gezeigt und dann habe ich halt die Schuhe ausgezogen. Und deswegen tun wir das hier auch bei der Wohnungsbegehung. Direkt beim Betreten der Wohnung. Das sollte man wissen, Real. Eins, wer nicht wusste, dass man in Tokio seine Schuhe auszieht, wenn man in eine Umkleide geht, in einem Klamottenstore, Digga. Mein Gott, jetzt tut ihr wieder so, als wäre ich hier so ein Hinterwäldler-Idiot, der sich nicht auskennt. Okay. Na also, ich bin nicht der Einzige, der das nicht wusste. Also so in Wohnungen, ja, mehr, aber jetzt so eine Umkleide in einem Store, hä? Woher soll man das denn auch wissen? Ist mir dieser komische weiße Kasten aufgefallen. In Japan, after 10 p.m. you're not allowed to do laundry. Basically, it removes the... Es ist nach 10 Uhr nicht erlaubt, die Wäsche zu waschen? Vibration that it comes off from the washing machine. So, for any apartment in Tokyo, you'll see this kind of place, which means washing machine goes in here. On the right, we see the toilet. Oh ja, die Toilette mit den komischen Knöpfen. In so einer günstigen Wohnung gehört eine vollautomatisierte Toilette zur absoluten Standardausstattung. Heißt beheizter Sitz, Föhn und natürlich auch eine Dusche. Die ich auch ausprobiert habe, Chat, die sehr gut war. Once you get used to it, you never want to go back to normal. And as you walk down the hallway. Bisschen gekitzelt, aber war geil. To the right. You can see the sink and the bathroom right next to it. Und tatsächlich ist es in Japan meistens so, dass das eigentliche Klo vom Badezimmer getrennt ist, selbst wenn wie in dieser Wohnung unheimlich wenig Platz ist. Right in front of. Das finde ich aber eigentlich ein geiler Gedanke, Chat. Die Toilette ist getrennt von der Dusche oder der Badewanne. Eigentlich ein geiler Gedanke, weil wir müssen uns mal überlegen, Chat, wir kacken ja auf der Toilette. Und wir waschen uns aber dann auch im gleichen Raum, in dem wir kacken gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also eigentlich ein guter Gedankengang. Gefällt mir sehr gut, wenn man mal so nochmal drüber nachdenkt. Eigentlich weird, dass wir im gleichen Raum Kacki machen und halt auch duschen. Also ja, aber irgendwie mag ich es auch. Wenn ich, also ich mache das immer so, Chat, wenn ich jetzt baden gehe, okay, und ich muss Kacki und ich merke das, dann spare ich mir das auf, dass ich, bevor ich baden gehe, Kacki mache. Und ich mache es dann gerne so, wenn ich dann quasi die Badewanne schon das Wasser einlasse und ich jetzt zum Kacki machen gehe, dann ziehe ich mich nackt aus. Also ich sitze dann nackt auf der Toilette und mache Kacki und gehe dann von der Toilette in die Badewanne, weil dann muss ich auch nicht mit Klopapier arbeiten. Dann lasse ich das Klopapier einfach weg und gehe und flutsche in die Badewanne rein. Wisst ihr, wie ich meine?
Spaß, Junge, es war ein Joke. Als ob ich, Digga, chillt mal, Chat. Das habe ich als Kind mal gemacht. Als Kind habe ich es gemacht, aber jetzt nicht mehr. Als Kind habe ich das öfter gemacht, weil ich dachte mir so, hey, ich gehe doch sowieso duschen, Digga, dann brauche ich ja kein Klopapier. Aber jetzt mache ich es nicht mehr. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Kind mehr. Aber das mit dem nackt ausziehen war kein Joke. Das mache ich wirklich, Chat, weil dann fühle ich mich frei. Nackt kacken ist auch einfach geiler. Plus in den Chat, wer die Erfahrung auch schon mal gesammelt hat im Leben. Nackt kacken, da fühlt man sich frei. Schön nackt, naked, splitterfasernackt auf der Toilette sitzen, Digga. Und dann in die Badewanne danach. Geil. The bathroom we have kitchen with a gas stove, one burner. You got. Boah, sieht aber schon ranzig aus, die Wohnung, Chat, oder? You got sink, you got some storage, you got ventilation, the tenant just. Und dafür 700 Euro, das ist ja, Digga, das ist ja schon bodenlos eigentlich. Moved out. Sorry for this being messy, but he gave us the opportunity to visit before he moves to another apartment. And finally, this is the living space. You have a pretty good amount of space. I think that's around 14 square meters of, yeah, of space. If you work somewhere close by and you just need an apartment to come home to sleep, that's the best, you know? You're just paying for the prime location. Okay, man muss aber auch sagen, die Wohnung war Nähe Shibuya, hat er, glaube ich, gesagt, Chat, oder? Also das ist halt wirklich Zentrum Tokio. Obwohl es da eigentlich, es gibt eigentlich nicht so ein Zentrum in Tokio. Aber Shibuya ist halt so das bekannteste Zentrum, würde ich sagen. Very little. Ich kann mir das gut. Die Lage ist wahrscheinlich sehr teuer, ja. Vorstellen, dass man hier absolut happy sein kann. Natürlich zu zweit, es ist zu eng, mit Kind wäre es zu eng. Aber jetzt zum Studieren hier zu sein oder als egal welche alleinstehende Person in der Lage, ist das eine Hammerwohnung. Okay. Ja, aber 700 Euro zu teuer, oder, Chat? Würdet ihr 700 Euro für die Wohnung ausgeben? Zu teuer, Digga. Also ich meine, wenn du da bist, dann musst du es ja, aber es ist schon krass teuer, Digga, für so eine winzige Wohnung. Also scheiß mal jetzt auf die Lage, aber das ist schon super teuer. Danke. Also das ist ja selbst München günstiger. Ja, doch, da ist selbst, na, obwohl, nee. Ja, ich glaube, es ist, man kann es fast mit München vergleichen. 700 Euro für eine 20 Quadratmeter Wohnung sind, egal wo wir es auf der Welt anschauen würden, viel Geld. Viel zu viel Geld. Der Blick auf das durchschnittliche Einkommen eines Tokioters gibt uns aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufschluss, ob es sich wirklich lohnt, dort zu leben oder nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt, was das durchschnittliche Einkommen ist in Tokio. Was tippt ihr, Chat, im Monat? Wie viel verdient ein Japaner in Tokio im Monat durchschnittlich? Ich glaube, in Deutschland ist es so 2.500. Was wird es in Tokio sein, in Euro jetzt? Ich glaube, mehr. Ich sag 3.500 verdienen die da. Mehr. Und vor allem gibt es uns aber... In Deutschland ist es 1.800 oder was? Perspektive. Das übliche Gehalt liegt netto bei ca. 1,6 Millionen Yen. Das sind umgerechnet 3.500 Euro pro Monat. Alter, huge! Also auch erstmal ein guter Call von mir, wieder richtig eingeschätzt. Aber das ist ja viel mehr als in Deutschland, Chat. Also ich glaube, das ist jetzt netto. Das ist ja dann viel mehr, Digga. Oder ist es brutto? Und geht man nach der Faustregel, circa ein Drittel seines Gehaltes für die Miete auszugeben, liegt man mit dieser Wohnung noch ziemlich gut im Rahmen. Ja, das ist netto gewesen. Krass. Boah, dann verdienen die ja viel mehr Geld. Es wird sich bei Wohnung 2 aber gleich noch... Alter, durchschnittlich 3.500, Chat. Wie viel ist es in Deutschland netto? Wie viel ist es in Deutschland netto? Ungefähr 2.000 im Durchschnitt. 2.000, 2.300, 1.800. Ja, okay, sagen wir mal 2.000. Boah, krass. Das ist fast doppelt so viel, Chat. Heftig. Das Interesse für diese ganze Wohnungsthematik entstand bei mir durch die Projektwohnung, die ich gekauft habe, um mich abzusichern. Und damit ich dieses Gefühl mit auf Reisen transportieren kann, unterstützt mich NordVPN, der Partner des heutigen Videos. Mit NordVPN seid ihr nur einen Klick davon entfernt, euch vor Hackern zu schützen, die versuchen, in öffentlichen Netzwerken, beispielsweise in Cafés oder Bars, eure Daten abzufangen. Dank des Bedrohungsschutzes seid ihr dabei zudem auf allen Webseiten sicher vor Schadsoftware, Trackern und nerviger Werbung. Gleichzeitig habt ihr weiterhin Zugriff auf alle eure Lieblingsinhalte, auch wenn sie in dem Land, in dem ihr gerade seid, eigentlich... Skip? Nein, Chat, wir gönnen Dave seine Werbung, der macht sehr guten Content. ...nicht gar nicht verfügbar sind. Das Beste daran, ihr könnt dabei sogar noch Geld sparen, indem ihr einfach eure Location wechselt und dann für den Preis von dort streamt. Und das alles ohne Leistungsverlust dank des schnellsten VPNs der Welt, NordVPN. Checkt das Ganze über den ersten Link in der Videobeschreibung über www.nordvpn.com/davevpn ab und sichert euch den exklusiven Deal. Mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt ihr genügend Zeit, euch von allen Vorteilen zu überzeugen und das Ganze risikofrei zu testen. Vielen Dank an NordVPN fürs Möglichmachen dieses Videos und euch viel Spaß weiter mit der zweiten teuren Wohnung, die nur 350 Meter von der ersten Wohnung entfernt liegt, also genauso eine gute Top-Lage hat, aber unterschiedlicher nicht sein könnte. Oh.
Boah, 5000 Euro im Monat, Chat. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. 5k, da kriegst du in Deutschland schon was Dickes. Also für 5000 Euro in München, da kriegst du schon eine dicke, dicke Penthouse-Wohnung, würde ich sagen. Da kriegst du auch ein Haus. Durch den Eingang an der Anmeldung vorbei, welche übrigens 24/7 besetzt ist, für Sicherheit sorgt und Dinge für einen organisieren und annehmen kann. Das ist geil, Chat. Würdet ihr sowas fühlen, wenn ihr in so einem Hotel wohnt mäßig, wo ihr einen Eingang habt mit einem Empfang und so ein Zeug? Und dann ruft ihr die an und sagt, ey, kannst du mir Kippen von der Tanke holen? Dann holt ihr euch Kippen, Digga. Boah. Geil. Bevor man die Wohnung betritt, rein ins Foyer oder den Gemeinschaftsbereich. Hier findet man eine Menge Sitzmöglichkeiten, fast wie eine Art Coworking Space und einige Getränke- und Snackautomaten. Boah, die Getränkeautomaten in Tokyo, Chat. Wisst ihr noch? Boah, Baby, was ich mir da reingefahren habe. Mm. Außerdem gibt es eine Gemeinschaftsterrasse und allgemein muss ich sagen, dass mir von der Einrichtung super gefallen hat. Rein in den Aufzug und ab in die zweite Wohnung. So, hereinspaziert in die zweite große und teure Wohnung. We are at the Shibuya Jinan Avenue unit and right now we're viewing brand newly built apartment on a 9th floor. Family type, you got a 3 bedroom, in terms of size 105 square meters. And the price is 105 Quadratmeter. 690,000 yen, which is about $5,500, and in euros, I guess, like around 5,000 euros yeah. per month. Hmm. Oh, ja, schon geil. Basically, this is the corner room, so you have quite good sunlight coming from both sides, and this is the terrace, so we can just go out and take a look. Ah, Balkon sehr schmal. Also groß, aber halt schmal. The kitchen, as you can see, built in. It's called like open space counter kitchen. Ja. Küche ist schön, gefällt mir. Yeah. We have gas stove, which aber jetzt auch nicht special, finde ich. It's quite popular too. In Japan, the finishing is very important of the house. Yeah. So the quality, you'll be able to feel right away. Eine Wohnung wie diese wird vor allem von Mitarbeitern der dort ansässigen Firmen gemietet. Es ist eine coole Lage, also sind dort Google und andere große Tech-Giganten mit natürlich gut verdienenden Mitarbeitern. Dazu kommt, dass der Bahnhof Shibuyas fußläufig zu erreichen ist, was einer der Hauptknotenpunkte in Tokio ist und man kommt von diesem Bahnhof quasi überall ohne Umsteigen hin. Das ist ein absoluter Plus. There is also one thing to notice. I mentioned it's newly built. Sorry, it's newly renovated. Okay. So this building is actually 1999. So it's 24 years old, but they renovated completely the entire building and now they're leasing out. If this was a new building, probably it would be $1,000 more expensive. So not instead of five, probably like $6,000-$7,000 oh, wow. per month. Okay. Sieht nicht nach 5K aus. Ja, wir warten mal ab, Chat, wie das noch aussieht, also was der noch zeigt. Okay. So yeah, we can move on to the second and third bedroom. Ah, es ist schon eine schöne Wohnung bis jetzt. To the third bedroom, you have two access. You have access as a proper door, and there is a sliding door that you can just shut. If you have guests, you can just keep it shut all the time. Das Konzept der Privatsphäre ist in Japan von großer Bedeutung. Das sieht man beispielsweise an der Benutzung von Schiebetüren, um Räume zu unterteilen, oder an den voneinander getrennten Badezimmern und Toiletten. And also one interesting thing that in Japan, it is not allowed to drill the walls and it costs super expensive. Man darf nicht in Wände bohren? And, wie willst du denn dann ein Bild in die Wand bohren machen? Wie hängt man da ein Bild auf? For all people who likes to hang stuff, they have this kind of hangers that is attached to every bedroom that you'll be able to see. And LOL. Was ist denn das für ein Scheiß? Junge, da zahlst du 5k im Monat für die Wohnung und darfst nicht mal ein Loch in die Wand bohren? Basically move it around and you can just hang pictures or whatever you want. Bevor wir ins zweite Schlafzimmer gehen, hat uns Eric noch eine Abstellkammer gezeigt, welche auch mit dem Eingang verbunden ist. Grundsätzlich sind Wohnkomplexe in Japan nicht unterkellert, weswegen innerhalb des Wohnraums super viel Stauraum geschaffen werden muss. Und das sieht man auch in den anderen Räumen. Second bedroom, now you have a proper walls. This could be for your kids or if you that if that you use as a guest room, this could be also as a workstation. So you got more privacy and exactly the same size as the third bedroom. Every bedroom has a view to the south, so you have a good sunlight. Yeah, that's a lot of also Europeans, Japanese also like to have is a south or southeast facing, southwest facing. Okay, and moving on to the powder room. Ja,
aber haut mich jetzt auch irgendwie nicht um, Chat, oder? Wie findet ihr die Wohnung bis jetzt? Danke. Also, es ist schon eine coole Wohnung, brauchen wir nicht drüber reden. Aber 5000 Euro im Monat für den Rotz, den muss ich mal ganz ehrlich so sagen, das ist ja geisteskrank überteuert, Bruder. 5k für da, Digga, das sieht aus wie ein Bad im Altersheim, im Krankenhaus. Für 5000 Euro. So. Also, right away you can see. Oh, Badewanne aber schön. Badewanne gefällt mir gut. This double vanity and the quality of the sink. Right next to me on the right, you see the washing machine installment thing. Awesome. And we have the bathroom. Ja, aber auch sehr steril. Gut, das ist halt einfach Geschmackssache. Also mir wäre es zu weiß. Im Prinzip ist der gesamte Raum, in dem ich hier gerade stehe, eine große Dusche. In der Stadt sieht man das ja ganz häufig in den kleinen Wohnungen, dass auch in der Badewanne geduscht wird. In Europa hat man eine Badewanne und eine Dusche und hier ist es eben auch so, aber alles in einem Raum. Gefällt mir sehr gut. So, this is the... Wie viel Geld würdet ihr für die Wohnung zahlen, Chat? Miete maximal? Bedroom, which is master's bedroom. Wenn die jetzt in Deutschland wäre? This is the most spacious room out of all. You also have... Na gut, das kommt halt immer voll... Also, man merkt, wenn Leute nicht in Städten wohnen, wenn die irgendwie so 1000 Euro reinschreiben. Also ich würde sagen, so in München für die Wohnung zahlst du max 2,5. Und das wäre schon super teuer. Da müsste es echt eine krasse Lage sein. Also wahrscheinlich eher so, je nachdem wo es liegt, 1,5 bis 2 oder so würde ich jetzt sagen. Heating. You got the hanger thing that you can hang the pictures on the wall and you have the biggest walk-in closet obviously that you can store lots of your stuff and also some extra storage over here. Zum Abschluss. Aber man merkt, Chat, in Japan bauen die super platzsparend. Also man hat voll oft so Schränke in Wänden drin und alles ist so perfekt irgendwie geordnet, dass du mehr Platz hast. Also die bauen halt krass platzsparend da. Blieb dann aber noch eine wichtige Frage. Is it easy to get an apartment or is it like you have plenty of people wanting the same apartment and it's not possible to get your hands on a good apartment? So in Japan, most of the property management owners would require you to have a stable income. Yeah. So no matter how much savings you have, millions of dollars, doesn't matter. You need to have a stable income. Hä? Sind die dumm oder was? Also der will mir jetzt sagen, wenn ich 10 Millionen auf dem Konto habe und ich zeige dem Eigentümer, ich habe 10 Millionen und könnte eigentlich sein Leben kaufen, vermietet mir der, also dann kriege ich nicht die Wohnung, Digga? Das macht doch gar keinen Sinn. Für was brauche ich ein Einkommen, wenn ich 10 Millionen habe? Also, wenn man ein geregeltes Einkommen... Die können ja morgen weg sein. Ja, dein Job kann doch morgen auch weg sein, oder nicht? ...einkommen hat, sollte es eigentlich gar nicht so schwer sein, eine Wohnung zu bekommen. Gerade, weil jede siebte Wohnung in Tokio leer steht. Wenn man sich auf eine Wohnung bewirbt, die irgendwie im Verhältnis zum Einkommen steht, kann man davon ausgehen, sie zu bekommen. Ist zumindest das, was Eric... Ach so, er meinte Millionen Yen. Okay. Uns gesagt. Nee, er hat Dollar gesagt. Auf der anderen Seite habe ich mit Mr. Nippon gesprochen, der es schon krass fand, dass wir diese kleine erste Wohnung für 700 Euro angeboten bekommen haben, weil es scheinbar schon rar ist. Also das komplette Gegenteil von dem, was ich in so einer Megametropole erwartet hätte und natürlich das komplette Gegenteil von Deutschland oder Großstädten in Deutschland. Ein riesen Dankeschön an Eric, der es uns möglich gemacht hat, diese beiden Wohnungen im beliebtesten Viertel in Tokio anzuschauen. Wenn ihr irgendwas in Tokio sucht zum Kaufen, zum Mieten, alle Kontaktdetails sind in der Videobeschreibung. Checkt das aus. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Macht es gut. Ciao. Gutes Video von Dave, hat mir gut gefallen. Interessant, Chat, oder? Sehr interessant mal zu sehen, wie teuer es ist, in Tokio zu wohnen. Ich glaube, es gibt auch viele von euch, wenn ich euch jetzt fragen würde, hättet ihr Bock, nach Tokio auszuwandern? Da gibt es, glaube ich, viele, die sagen würden, ja, Mann, doch, hätte ich schon Bock. Oder vielleicht, ja, doch. Ja, ich denke mal, die meisten waren noch nicht in Tokio von euch. Aber ich, ja, ich muss auch selber sagen, Chat, Tokio wäre für mich zum Auswandern schon auch irgendwie geil, Digga. Aber es ist halt irgendwie auch zu weit weg. Ich glaube, es wär mir zu weit. Weil du fliegst, wie lange fliegst du nach Tokio, Chat? 12 Stunden oder so? Für ein Jahr? Ja, safe. Für ein Jahr hin, wäre geil. Wäre geil.